Diese Welt lebt natürlich noch in mich. Ich hab Santa Rita geschrieben, eine Hälfte aus meiner Erinnerung. Mhm. Und obwohl ich es sehr liebe, ist unmöglich, dass ich dort wieder leben konnte. Das kann ich nicht. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Provinz ist wichtig für die aktuelle europäische Literatur. Für eine Literatur jedenfalls, die sich dafür interessiert, wie Menschen leben, denken und fühlen, die nicht am Leben der ganz direkt an den Zeitgeist angeschlossenen Mittelschichten in den Metropolen teilnehmen. Von Édouard Louis, das Ende von Eddie, bis zu Julie C.'s Unterleuten. Von Nicolas Mathieu's mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Wie später ihre Kinder, bis zu Lukas Rietschels mit der Faust in die Welt schlagen, wird immer wieder versucht, andere Blickwinkel einzunehmen und die Welt an der Peripherie und von der Peripherie aus zu betrachten. Und damit das zu tun, was der holländische Schriftsteller Tommy Wieringer mit seinem Roman Santa Rita unternommen hat. 2017 in den Niederlanden erschienen und dort ein ungeheuer vielgelesenes Buch, das große Preise bekam und auch auf der Liste zum internationalen Man Booker Prize stand. Es spielt in Twente, an der deutsch-niederländischen Grenze, in einer sogenannten Schrumpfregion. Tommy Wieringer, 1967 geboren, wuchs dort auf, lebt heute in der Nähe von Amsterdam auf einem Bauernhof und hat bei Hansa bereits 4 Romane veröffentlicht. Übersetzt wurden sie, ebenso wie die in diesem Herbst erschienene Santa Rita von Bettina Bach, in Deutsch lektoriert von Tatjana Michaelis, die das Gespräch mit Tommy anlässlich der Präsentation der deutschen Ausgabe in der niederländischen Botschaft in Berlin führte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ist da jemand? Es zeigt was. Ich spreche heute mit Tommy Wieringer, einem der bekanntesten, meistgelesenen Autoren der Niederlande. Sein neuer Roman Santa Rita ist gerade in Deutschland erschienen. Von diesem Buch sind in den Niederlanden mehr als 150.000 Exemplare verkauft worden. Eine für uns geradezu unvorstellbare Zahl. Wie viele Einwohner habt ihr? 17 Millionen. 17 Millionen, ja. Und 150 ja. oder 170.000 ja. Bücher. Ja. Ihr müsst sehr, sehr gute Leser sein. Aber du bist nicht nur ein Bestseller-Autor, sondern auch ein von der Kritik sehr geschätzter Autor. Du hast diesen berühmten Bookspot-Preis, den bekanntesten Literaturpreis, bekommen in der Kategorie der Leser und in der Kategorie der Kritiker. Ja. Ein anderes Buch war in diesem Jahr von dir auf der Longlist des International Man Booker. Heute bist du nach Berlin gekommen zur Premiere von Santa Rita in Deutschland. Herzlich willkommen, Tommy. Danke. Wenn ich versuche, nur in einem Satz mal zusammenzufassen, worum geht's in diesem neuen Roman? Er erzählt von Menschen in den abgehängten Regionen. Du hast es mal auf den kurzen Satz gebracht, mit Wolf, aber ohne Geldautomat. Ja. Das ist für uns im Moment ein unglaublich aktuelles Thema. Durch die Wahlen am Wochenende in Brandenburg und Sachsen haben wir auch im Vorfeld ganz viel darüber gehört. Es gab Reportagen. Man hat sich plötzlich auch in der Öffentlichkeit für diese Menschen in ganz anderem Maße interessiert als bisher, ja. weil man Angst hatte vor der politischen Reaktion. Dein Buch ist vor 2 Jahren in den Niederlanden erschienen und du hast mal gesagt, du hast 4 Jahre daran geschrieben. So etwas, ja. Ich denke, das heißt, schon 2013, war das denn in den Niederlanden damals ein Thema oder war das etwas, was du völlig neu gefunden hast? In den Niederlanden ist das nicht so ein großes Thema. Es gibt Stadt und Land und das ist ein wachsendes Thema. Mhm. Man spürt, dass die Leute in diese, wo ich herkomme und wo ich Santa Rita über geschrieben habe, also eine Schrumpfregion, dass die Leute sind natürlich, die fühlen sich hinterlassen und die fühlen sich, die zahlen genauso viel Steuern. Steuern
ja. Jeder, und aber bekommen haben nicht, ich habe so viel Profit davon. Infrastruktur. Ja, ja. Infrastruktur, aber auch Polizei und Krankenhäuser und so, das gibt es weniger und weniger in diese Regionen. Mhm. So, die fühlen sich, ich denke, zu Recht hinterlassen. Zurückgelassen, ja. Zurückgelassen. Du beschreibst ja einen Zeitraum von insgesamt ungefähr 50 Jahren. Ja, so etwas. Und was sind die wichtigsten Veränderungen, oder sind nicht doch die wichtigsten Veränderungen die der letzten 10 Jahre? Ich denke, dass es hat angefangen, für mich war das war so sichtbar, weil in die 80er Jahre kamen plötzlich Chinesen nach Restren. Restren ist mein Dorf. Ja. Wir haben noch nie jemanden aus einem Ausland gesehen dort. Mhm. Und plötzlich gab es Chinesen. Warum ausgerechnet Chinesen? Ja, die... Wir haben nicht, also in Deutschland sind die von außen kommen, in den wenigsten. Das ist nicht eine dominante. Ja. Nein, aber wir haben schon in den 30er Jahren haben wir Chinesen, die kamen von den Dampfschiffen in Rotterdam. Und das war am Anfang. Und die sind, aber das sind so ein bisschen Pioniers in Gestre. Mhm. Und dann, die haben sich ein Imbiss gekauft, übernommen. Und das war eine Revolution. Und die haben chinesisches Essen gemacht ja, für... Was ganz anders ist als niederländisches Essen. Ja. Und damit, für mich hat es damit angefangen. Aber es, zur Zeit, ich bin... All diese Jahre, ich bin dort aufgewachsen, bis ich 16 war. Dann bin ich nach dem Westen gegangen, habe ich studiert und so. Aber ich bin jedes Jahr zurückgegangen und habe mich angeschaut, was sich alles änderte. Mhm. Und das war viel, sehr viel. Nicht nur die Gebäude, weil in den Niederlanden, es gibt keinen Stein, die 20 Jahre auf hält. Die hält. Ah. Weil es eine Art Sandstein ist? Nein, weil die Leute, die da alles wird immer renoviert. Renoviert. Mhm. Die Krankheit haben wir auch. Ja. So, dass die Kirche steht noch, Platz, wo man die Leute, wo die Toten liegen, das ist Friedhof, ja natürlich. Die Friedhof gibt es noch und zwei Stube. Mhm. Aber für den Rest hat sich alles geändert. Und es gibt gerade zwei Restaurants, chinesische Restaurants. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr ungewöhnlich. Ja. Und dann fragt man, wie viele Chinesen gibt es hier? Und sagt man, 12 und noch ein paar unters Bett. Ja, und es gibt diesen kleinen Lebensmittelwaren- oder Kramladen, den Hedwiges führt und den er schon von seinen Eltern übernommen hat. Und an dem sieht man auch so, wie die Zeit zum Teil auch stehen geblieben ist. Ja, es sind immer noch die gleichen Dosen. Er hat keine Kunden weil mehr. Weil jetzt gibt es ein Supermarkt. Ja. Und mit frischen Waren. Und, er ist auch ein... Relikt. Mhm. Ja. Eigentlich ist das doch ein politisches Thema. Du hast aber nie einen politischen Roman schreiben wollen. Nein, ich hab schreiben mal. Ich habe ja mein Idee war. Ich habe mich angesehen, wie es sich geändert hat. Ja. Und viel hat sich geändert und ich habe versucht aufzuschreiben, so genau wie möglich, was sich geändert hat und was die Folge sind für die Leute, für die Menschen, die immer dort gelebt haben. Und das und die sehen natürlich nicht nur Chinesen, aber auch Leute aus Rumänien, aus Bulgarien. Und die Grenzregion, wo ich aufgewachsen bin, ist
aus der Art der Sache ist auch, es gibt auch Gefähre. Gefahren. Also Gefahren, ja. Weil ein Krimineller wenn ein Verbrechen begangen wird, dann ist er in der Flucht, flüchtet er nach Deutschland zum Beispiel, ja. Und dann ist er weg. Und so ziemlich viel Unsicherheit gibt es zurzeit, ja. Na, dahinter meiner Frage steht auch ein bisschen das Interesse. Willst du etwas bewirken mit so einem Roman? Willst du, dass die Menschen, die Leser, genauer hingucken auf solche Regionen? Willst du ein Thema oder? Interessant. Ich denke, dass für mich selbst fängt es an mit, was auf Holländisch heißt, mededogen. Mededogen. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein. Aber dass man Empathie hat. Ja. Mit diesen Leuten. Und wenn ich es mir dort anschaue, ist es sehr einfach, um ein bisschen sich darüber lustig zu machen. Und, aber das sind wirkliche Probleme, die auch wirklich adressiert werden müssen. Ja, das ist auch etwas, was mir bei diesem Buch immer ganz stark aufgefallen ist, mit wie viel Empathie das geschrieben ist für diese Figuren. Die vergisst man ja so leicht nicht mehr. Aber das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass du dort eben aufgewachsen bist. Ja. Dass du noch viele Erinnerungen hast, nachher noch wieder hingefahren bist, recherchiert hast, Menschen seit deiner Jugend kennst, dass man merkt, wie sehr du diesen zugewandt bist. Ja. Und du hast Beispiele auch von Kameraden von dir. Du bist weggegangen und die sind dort geblieben. Ja. Und dann ist natürlich immer so, dass Leute, die nicht weggegangen sind, dass man sich die guckt man ein bisschen auf die guckt man ein bisschen ein herab. Ein bisschen herab, ja. Ja. Und vielleicht habe ich auch versucht, das zu widersprechen. Dem. Ja, und ich meine auch die wirklich ein bisschen autobiografisch gefärbten Dinge, das Zusammenleben mit deinem Vater, nachdem die Mutter die Familie verlassen hat, so etwas gibt ja auch einen sehr persönlichen Ton. Sind da Beispiele, wo du sagen kannst, ja, das ist ganz aus meiner Erinnerung entsprungen? Ziemlich viele Freunde, die ich von früher kenne, die sind dort geblieben. Und zwei davon, die haben noch immer Sorgen, die jetzt zurzeit für ihre Eltern. Für ihre Eltern, ja. Das heißt, dass dieses enge Zusammenleben, zuerst sorgen die Eltern für die Kinder später sorgen die Kinder für die Eltern. Und das passiert und das hat natürlich auch etwas Trauriges. Mhm. Das kann man, das ist nur einmal so. Aber es hat was Trauriges und was Schönes. Ja, natürlich. Aber ich bin weggegangen, wenn ich 16 war. Und mein Vater ist dort geblieben und später auch weggegangen. Aber ich habe mich auch vorgestellt, wie es gewesen sein sollte, wenn mein Vater und ich für immer zusammengeblieben wären. Ja. Und das war für mich auch, das habe ich auch versucht mit diesem Roman, was wird passiert sein? Was wäre passiert in diesem Fall? Ja. So, das war, und es war auch, weil ich ein bisschen, es hat mich ein bisschen gerührt, sein Amateurismus, sagt man das so? Ja. Ja, dass er versucht hat, mich groß zu ziehen und nicht genau wusste, wie. Und ein alleinerziehender Vater war damals wahrscheinlich noch etwas sehr... Das ist noch etwas sehr Trauriges. Und sehr Seltenes auch. Ja. Da gab es keine Rollenvorbilder, wie man so etwas macht. Und sein Versuchen habe ich auch beschreiben wollen. Mhm. Ja, wie er die Familie, wie er dich ernährt hat. Ja, ja. Wie war das? Fünfmal die Woche ein Gericht mit Kartoffeln? Und immer die... Ja, weil er wusste nicht, was oder wie er kochen sollte. Ja. Und hat er sich selbst fünf Mahlzeiten gelernt, aber alle mit Kartoffeln.
Ja. Und die Wieringa-Soße. Die Wieringa-Soße, ja. Dieser Bratensaft, ja. Das gab es immer dazu, ja. Diese Region Twente liegt an der deutschen Grenze. Das sind nur ein paar Kilometer. Mhm. Und diese Beziehung nach Deutschland spielt ja auch eine große Rolle in dem Buch. Wie sind die Zusammenhänge in dem Roman? Ich frage mich, was spielt Deutschland eigentlich für eine Rolle? Das ist gar nicht so angenehm, denn zum Beispiel die Mutter flieht mit einem russischen Mann, der, muss man auch ganz kurz sagen, vom Himmel gefallen ist, mit dem Flugzeug geflohen und dort gelandet ist, und sie flieht mit ihm nach Deutschland. Mhm. Gibt ja schon mal fast so was wie ein Feindbild. Ah ja. Für uns war das nicht so. Wir haben unsere Lebensmittel haben wir in Deutschland gekauft, zum Beispiel. Und in Twente spricht man so auch einen niederdeutschen Dialekt. Mhm. Und Deutschland war ein Land von Möglichkeiten, aber auch Gefahr, in gewissem Maße von Gefahr. Weil 600 Kilometer weiter war natürlich die Grenze mit der Sowjetunion eigentlich. Ja. Und viele Freunde von mir, die haben in Deutschland die sind in Deutschland Militär gewesen, um uns von das rote Gefahr zu beschützen. Zu beschützen, ja. Mhm. Naja, und Paul Krull... Wenn es RAF-Anschläge Anschläge gab, ging die Grenze zu. Mhm. Mhm. Ja, und Paul Krüsen, der zuerst mit Trödel handelt später mit Militaria. Und seine Kunden sind deutsche Neonazis. Ja. Auch nicht so sympathisch. Auch der Bordellbetreiber ist aber ein Niederländer, der nur sein Bordell in Deutschland aufgemacht hat. Und ansonsten ist das Bordell ja auch eher ein positiver Ort und ein Ort einer gewissen Freiheit und Santa Rita. Ja. Du musst, glaube ich, was zu dem Titel sagen. Ja, Santa Rita war ein... Ich trage sie auch um meinen Hals. Hier ist sie. Ah ja. Weil hat mich ein 96-jähriger Leser hat mich diese geschickt. Geschenkt. Ein goldener Santa Rita für. Und wo stammt die her, die kleine Medaille? Aus Belgien. Aus Belgien, ja. Weil Santa Rita ist eine Heilige, die in den Niederlanden nicht sehr populär ist. Mhm. Aber wenn ich bei Zufall lernte, dass Santa Rita Heilige von den aussichtslosen Fälle ist. Das fand ich so wunderbar. Mhm. Ja, das ist für hoffnungslose Fälle, wie wir alle sind natürlich, ein Heilige gibt. Mhm. Wie ein wunderbares Glauben ist das. Und dann heißt sozusagen ausgerechnet die Prostituierte heißt so und ist quasi die säkulare Schwundstufe der Heiligen. Wunderbar. Aber ich finde, Santa Rita, das... Eine Zuflucht findet. Ja, ja. Und das ist, weil sie für uns alle ist, Santa Rita, fand ich so einen schönen Titel. Ja. Santa Rita. Ja. Aber in den Niederlanden ist sie nicht sehr populär. Wenn man mehr nach Süden geht, wird auch in Deutschland verbinden, glaube ich, nicht sehr viele Menschen etwas unbedingt mit Santa Rita. Sie wird verehrt von Belgien ab nach Süden, wird sie ganz populär. Es geht ja auch darum, wie diese Menschen jetzt, also die Hauptfigur Paul Krüsen und sein Freund Hedwiges und die anderen, wie man zurechtkommt in einer solchen Situation. Und zentral für mich ist die Freundschaft dieser beiden Männer. Ist das so, wenn die Zeiten schlecht sind, wird die Freundschaft wichtiger? Mhm. Ich weiß nicht, ob Paul seine Freundschaft mit Hedwiges auch eine Freundschaft nennen wird. Ich denke, dass die sind mehr die zusammen haben. Die sind beide nicht ganz
ihr eigenes Person geworden. Sie sind noch immer, Paul lebt noch immer mit seinem Vater. Liges führt diese Laden von seinen Großeltern noch. So, die sind nicht wirklich, wie sagt man das? Eine voll entwickelte Persönlichkeit. Ja. Und die erkennen das ineinander. Aber trotzdem kann man doch befreundet sein. Ja. Dazu musst aber, du ja ich nicht. Ich denke, dass Paul kennt sich mit ihm aus. Ja. Ja. Ja, und er hat auch eine große Hilfsbereitschaft. Ja. Er hat eine große Zugewandtheit. Das heißt, in Twents heißt das Norberschap. Und das meint, dass man sich da Nachbarn, ich meine, dass man immer sorgt für ihre Nachbarn. Norberschap. Und das ist sehr stark in dieser Region. Nachbarschaft. Ja. Aber mehr als, dass man nebeneinander in der Großstadt hast du auch Nachbarn. Wenn zum Beispiel einem stirbt, geht dem Nachbarn auch das Dorf entlang und sagt, er ist verstorben. Ja. So, das ist ein Rituell. Du schickst nicht Anzeigen, sondern du gehst persönlich zu deinen Nachbarn. Du hast eine andere, engere Beziehung. Aber natürlich auch, weil man anders aufeinander. Und hier in diese zwei Worte kann man auch hören, wie verwandt das ist, weil Nachbarschaft und Norberschap, das ist sehr. Ja, ja, manchmal versteht man ja so Brocken aus dem Niederländischen. Ja. Auch wenn man die Sprache gar nicht kann. Ja, ich dachte, das Thema Freundschaft ist vielleicht sogar ein Thema, das dich auch in den anderen Romanen beschäftigt hat. Also ich meine, Joe Speedboat ist doch eine extreme Freundschaftsgeschichte. Ja. Und nur, dass es da sozusagen der Junge ist, der Draufgänger, der alles kann und alles hat, der sich um den etwas verkrüppelten Franz hier kümmert. Ob das ein Thema ist, das dich länger auch schon begleitet. Aber auch hier kümmert sich. Mhm. Ob es Freundschaft ist, weiß ich nicht. Er baut sich ein Flugzeug, um sich die FKK-Nachbarin anzuschauen, weil es gab zurzeit noch keine Drones. Aber er nimmt ihm erst Rollstuhl. Und er nimmt ihn mit in sein Flugzeug und die schauen sich die Gegend an in ein Flugzeug. So, er sorgt ein bisschen für ihn mehr als das sind kein gleichwürdige Freunde. Gleichberechtigte. Ich wollte gerade sagen, offensichtlich definierst du Freundschaft als etwas, was zwischen Gleichberechtigten Personen sein soll. Ja. Alles, was eher einigermaßen von ausgeglichen. Wenn es mehr einen Fürsorgecharakter hat, dann ist es was anderes. Bestimmt, für dich. Ich denke, dass Freundschaft ist nur zwischen gleichen Parteien. Ich hätte mehr gedacht, dass es unterschiedliche Abstufungen da auch gibt. Ja. Sehr selten findet man zwei genau gleich starke Charaktere. Und dann kann doch der eine die eine Eigenschaft haben. Nein, aber es muss einen Vergleich geben. Aber irgendwo muss es... Irgendwo muss es ausbalanciert sein. Irgendwo, ja. Ja, okay. Okay. Ein anderes Thema ist, glaube ich, in deinen Büchern, dass du dich gerne mit denen beschäftigst und ausführlich und sehr zugewandt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das ist sowohl der eben erwähnte Franzi aus dem früheren Buch, wie jetzt auch hier die Menschen, nahezu alle sind hier nicht auf der Sonnenseite. Mhm. Ist das etwas, was du bewusst machst oder ist das, wie ist das gewachsen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass diese Leben sind noch ein bisschen mehr nackt. Weil wenn man sehr viel Erfolg hat und sehr viel Geld hat zum Beispiel und das ist nicht so interessant, weil diese Leben, die sind stiliert. Gestilisiert. Stilisiert, und mit diesen Leuten, die
Wir haben kein, nicht so ein starkes Ego, und die plaudern nur mit dir, und die haben nicht so eine starke Idee von das Effekt von ihrer Persönlichkeit. Von einer Rolle, die sie spielen. Und das ist in urbaner Region natürlich sehr, in die Großstadt zum Beispiel, ist das anders. Ja. Da ist die Rolle viel wichtiger. Spielt eine Rolle, und ja. So wie wir hier. Ja. Ich bin auch eine Rolle. Ordentlich angezogen, Lektorin, miteinander reden. Ja. Aber wo ich herkomme, das war ein bisschen, ja. Und man muss auch sehr gut lauschen, weil die Meinung von was man sagt, steckt in irgendwo anders. Steckt nicht in die Wörter. Das heißt, es gibt eine Doppelbödigkeit, ja, das spricht. Man muss sich gut anhören und gut gucken, was gemeint wird. Mhm. Weil es ist nicht alles so direkt. Mhm. Und ich mag das sehr gerne. Das ist auch der Witz, der in dem Buch steckt. Ja. Kannst du ein Beispiel sagen? Ja, zum Beispiel diesen Mann, der den Imbiss hat. Und mit ihm sind die ersten Chinesen mitgekommen. Und wenn man ihn fragt, wie das ist, er ist von Fromshope, das ist ein Dorf nebenbei. Und ich habe ihm, er war echt. Ja, dieser Mann, der diesen Imbiss hat, ist echt, und ich habe ihm Fragen gestellt, und ich habe ihm gefragt, wie ist das, um mit Chinesen zu leben, und weil seine Frau kam mit einem Koffer aus Beijing, und er hat sie nie vorher gekannt. Und sie hat zwei Kinder mitgenommen. Und er sagt, ach Tommy, weißt du, es ist wie ich auf Ferien bin. Ich verstehe kein Wort von, was die Leute sagen. So, das ist so cool. Und so, es steckt natürlich eine Welt da hinten. Es steckt eine Welt, auch vielleicht eine Enttäuschung. Aber es kommt ganz sehr gelassen herüber. Ja, und diese Gelassenheit finde ich auch. Das ist ein gutes, diese Gelassenheit finde ich auch eindrucksvoll, beeindruckend. Es ist eine Verlangsamung des Daseins irgendwie. Naja, damit hängt ja auch zusammen wahrscheinlich, dass wir eine Vorliebe haben für viele Bücher, die dieses Landleben so idealisieren. Ja. Und Santa Rita unterscheidet sich davon ja ganz entscheidend, dass es nichts idealisiert, sondern... Wie guckst du auf diese Gegend? Was ist dein Blick? Ist der noch irgendwie sehnsuchtsvoll, rückwärts gewandt? Oder ist er desillusioniert? Nein, diese Welt lebt natürlich noch in mich. Ich hab Santa Rita geschrieben, für eine Hälfte aus meiner Erinnerung. Mhm. Und obwohl ich es sehr liebe, ist unmöglich, dass ich dort wieder leben konnte. Das kann ich nicht. Was wäre das größte Hindernis, da wieder hinzugehen? Was würde dich am meisten stören? Dass es natürlich auch beschränkt ist. Die Enge. Die Enge, ja. Mhm. Ja. Und Stadtluft ist freie Luft. Das sagt man. Die Themen, worüber man spricht, sind natürlich auch begrenzt. Ja. Sodass das wird vielleicht schwierig sein. Aber es konnte natürlich, wenn es musste, wird es gehen, aber... Nein, du würdest dir das nicht aussuchen, das ist schon klar. Man spürt es ja auch aus allem, was die erleben. Du hast es gerade gesagt mit der Chinesin, eine heiratet die Chinesin und der andere flüchtet sich nach Thailand in den Sextourismus, weil man einfach auch nicht die Auswahl hat. Es gibt ja in der Gegend so viele geeignete Partnerinnen. Ich finde das... Das finde ich so logisch, dass man so etwas tut. Klar. Ist dieser Paul Grüsen für dich eine tragische Figur, weil er da geblieben ist, weil er nicht rausgekommen ist? Ich versuchte es nicht so zu beurteilen, aber ich denke doch. Dass er hat eine,
eine tragische Komponente. Aber ich finde ihn auch sehr tapfer und auch eigensinnig, ist das ein Wort? Ja, eigensinnig, ja. Absolut. So, ich finde, ich bewundere ihn. Ich kenne auch einen Jungen, der so ist wie er. Und diese Leute haben auch Ausdauer. Mhm. Die wissen, was ertragen ist. Ja, das ist sowieso eine lebensphilosophische Frage. Wie viel kann man verändern und wo muss man etwas ertragen? Und da kann man sicherlich sehr viel lernen. Und ich finde das schön, wie du das beschreibst, sowohl jetzt im Gespräch wie im Buch, wie du eben die menschlichen Züge beschreibst. Und wie gesagt, bei uns ist das jetzt als Thema die Menschen der abgehängten Regionen. Jetzt gab es Fernsehreportagen und in der Zeitung alles Mögliche. Nur die interessieren sich ja eigentlich nicht für die Menschen. Die interessieren sich für die politischen Konsequenzen und so. Das hat bei dir, der Blickwinkel ist ein ganz anderer. Ja. Und was ich auch sehr besonders finde an Paul ist, dass er hat natürlich seine erotische Erfahrung ist mit Prostituierten. Prostituierten aus Thailand und aus den Philippinen. Und dann gibt es gerade eine Frau, Ineke, die ihm noch kennt von einem Klassenkamerad, und dann versuchen die zusammen zu schlafen, aber das Körper von Ineke ist so alt wie er ist, und das ist für ihn unerträglich, weil so sein, dass auch das passt, das klappt nicht, und das finde ich so tragisch, das, was passiert mit die, das ist seine Möglichkeit für ein normales Leben, so wie jeder das hat. Und dann ist... An der Stelle ist er nicht bereit, sich auf die Realität einzulassen. Ja. An der Stelle ist sozusagen die Vision oder das Phantom der schönen jungen Frau stärker. Ja. Und dann sagt er zu sich selbst, dass das Körper von einer älteren Frau muss mit die Händen berührt worden und nicht mit den Augen. Und das finde ich so, ja, weil wenn man zusammen alt wird, gewöhnt man sich auch daran. Daran. Und für ihn kommt das ganz, ganz plötzlich und er sieht sie ja vielleicht auch noch so, wie sie früher gewesen ist. Da ist der Abstand dann so groß. Tragisch. Ja. Einerseits haben wir gesagt, es ist ein Buch über einen Zeitraum von ungefähr 50 Jahren. Also es hat sich vieles verändert und du erwähnst das dann in Rückblenden. Andererseits hat man ja auch den Eindruck, die Zeit steht irgendwo still. Wir haben auch schon gesagt, Verlangsamung und es sind eben gibt in dem Laden nur noch Lebensmittel mit abgelaufenem Datum und so. Jetzt stelle ich mir vor, wie du dir einen Plan gemacht hast für dieses Buch. Man kann ja nicht über einen Ort, wo alles stillsteht, einen irgendwie fesselnden Roman schreiben. Das ist dir aber gelungen. Hattest du da irgendwie einen Plan, wie man... Ja, aber ich finde es interessant, was du sagst, weil es gibt zwei Zeitgeschwindigkeiten in dieses Buch. Es gibt eine Konstante, wo nichts ändert. Und es gibt ein, wie sagt man das, Verschnellerung. Eine Beschleunigung. Beschleunigung zur Modernität. Ja. So diese zwei, die das sieht man, das bemerke ich auch, wenn ich da bin, dass es gibt gerade Sachen, die ändern sich nie und mit einem anderen Blick hat sich alles geändert in den letzten 50 Jahren. So diese zwei Bewegungen. Naja, und du musst ja auch auf der Handlungsebene einiges einführen. Also zum Beispiel der Russe, der mit dem Flugzeug ins Maisfeld stürzt und dann als Fremdkörper in diesem Dorf aufgenommen wird. Das ist ja ein absolut dynamischer Vorgang. Ja, und das ist für mich diese kleinen Flugzeuge, ich habe es auch in Joe's Speedboat
mit so einem kleinen Flugzeug kommt neue Zeit mit. Mhm. Und mit diesem Flugzeug, was abstürzt in ein Maisfeld hinter Pauls Haus, kommt ein Pilot mit, der ein Jahr später seine Mutter mitnimmt, ja. Von ihm wegführt auch. So ja, die neue Zeit, in meinem Roman fängt die neue Zeit an mit einem... Mit einem Absturz. Ein Absturz oder ein kleines Flugzeug. Mit, ja. Ja. Naja, oder du hast ja gerade die Szene beschrieben, wie Paul mit dieser ehemaligen Klassenkameradin im Bett liegt und zum gleichen Zeitpunkt wird Hedwiges überfallen. Und dadurch kommt ja auch, das ist zum einen der Aspekt der Kriminalität, die da hoch ist, wo eben lange gar keine Polizei kommt, weil es viel zu weit ist. Gibt's nicht mehr, ja. Zur nächsten Polizeistation und womit ja aber auch wieder ein ganz dramatisches Handlungselement. Ja, und da sieht man, dass diese Strukturen, diese institutionellen Strukturen, die sind auch verschwunden in einer Schrumpfregion. Ja. Diese gesellschaftliche Strukturen, weil es dauert, wo ich herkomme, wo Santa Rita sich behandelt, dauert es eine halbe Stunde bis eine Stunde, bevor ein Polizist eintrifft. Eintrifft, ja. Wenn etwas passiert. Und das ist mit alles so. Hat auch etwas mit der Globalisierung zu tun. Ja, natürlich. Ja. Weil alle Energie geht nach das Zentrum. Ja. Und geht nach der Ökonomie und die ökonomisch starke Regionen. Und wo es nicht so gut geht, das lassen wir. Wobei wir aber dann wieder mit an der Grenze Holland-Deutschland wären, denn da ist dann sozusagen das ökonomisch stärkere Land daneben. Was bedeutet das für diese Menschen? Du hast vorhin gesagt, ihr seid dann dort in den Lebensmittelladen, weil man zum Einkaufen dahin ging. Ja. Zigaretten waren billiger, alles war billiger. Ja. Wie hat das dein Bild von Deutschland geprägt, das Aufwachsen in dieser Region? Sagt man Verpackungsmaterial? Ja, ja? Genau das. Ich fand das deutsche Verpackungsmaterial immer sehr abscheulich. Aber das waren natürlich auch die Lidls und so. Weil wir so viel davon verwenden. Ja. Plastik und Pappe. Man sah es, wenn es deutsch war oder nicht. Ah. Ja, so diese Verpackung, das ist ein sehr... Meinst du das Material das oder Material meinst du die Farben? Die Farben die Stilisierung davon. Sehr deutsch, ja. Vielleicht ist es auch sozusagen das Auffälligere. Also wenn der Markt breiter wird, muss jeder lauter schreien, um gesehen zu werden. Nein, aber Deutschland war für uns sehr wichtig, ja. Aber und wenn die Grenze verschwunden, gibt noch immer Leute, die passieren die Grenze nicht einfach, weil in ihrem Kopf besteht die Grenze noch immer. Das heißt, sie hauen wirklich ab oder? Nein, aber das ist noch immer hier ist hier und dort ist dort. Mhm. Und never the twain shall meet. Okay. Ja. So die Grenze ist als psychologische Barriere noch immer da. Mhm. Das ist interessant, ne? Mhm. Ja. Die wirkliche Grenze ist natürlich verschwunden. Es gibt keine, man kann. Es gibt keine Grenzkontrollen mehr. Aber psychologisch gibt es noch immer eine Grenze. Ja. Und ist das diese Nähe auch irgendwie eine Verheißung oder eine Offenheit? Für mich war es das, ja. Ich fand das immer sehr spannend in Deutschland. Und ich habe diese Wanderungen. Ja. Wenn du nach Deutschland gewandert bist? Ja, wenn ich als Junge nach Deutschland gewandert bin, war immer spannend, weil das ist doch eine plötzlich ein anderes Land mit andere Sprache und andere. So, das war für mich war das etwas Großes, ja. Hast du damals was verstanden von der Sprache? Ja. Ja. Ja.
Jetzt nicht mehr, aber damals. Doch, nein, ich, im Gegenteil. Ich erinnere mich, wie wir miteinander gesprochen haben bei Joe's Speedboat. Und da warst du nicht mehr so sicher im Deutschen. Und du hast ja inzwischen wieder sehr viel mehr Deutsch gelernt. Also, ich weiß nicht, was hat man für ein Verhältnis zu so einer Sprache, wenn man sie schon als Kind immer im Ohr hatte. Ja, aber wir sprachen natürlich mehr das niedersächsische Dialekt. Mhm. Ja, das war nicht wirklich Deutsch, aber es gab ziemlich viel deutsche Wörter und Moment, das ist der niedersächsische Dialekt des Holländischen. Ja, nein, denn aber wir das, haben ja auch niedersächsisches Deutsch. Und die sind sehr ähnlich zueinander. Ja, sehr ähnlich, ja. Das geht mir als Süddeutscher völlig ab, diese Perspektive. Nein, das ist eine Sprache mit natürlich regionalen Differenzen, aber die Leute in Twente sprechen ein niedersächsisches Dialekt. Okay, du hättest also den Deutschunterricht zuerst auf Niedersächsisch nehmen müssen, dann wäre es ganz leicht gewesen. Inzwischen arbeitest du an einem neuen Buch. Hat das irgendwas mit den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu tun oder ist es was ganz anderes? Buddenbrooks auf Holländisch. Buddenbrooks auf Holländisch. Ja. Okay, das heißt und, eine Familie. Eine Familiengeschichte, ja. Und hat wieder ziemlich viel mit Deutschland zu tun. Wie kann ich noch nicht sagen, aber nein, ich denke noch 4 Jahre schreiben, ja, das wird, ich weiß nicht, ob ich es kann. Ob 4 Jahre es nicht klingt so sehr schwierig lang. Ist, aber ich freue mich sehr, ja. Es wird ja dann sehr langweilig. Du hast doch auch mal erzählt, dass du jeden Roman, wenn du ihn fertig geschrieben hast, noch einmal von Hand abschreibst. Ja. Was ich unerhört bewundernswert finde als Lektorin, weil man findet ja dann auch nichts mehr zu meckern. Man findet ja nicht mehr diese überflüssigen Wörter. Ich beneide deine niederländische Lektorin und ich habe auch sehr davon profitiert und deine Übersetzerin ebenso. Bettina Bach, die das ja ganz wunderbar ins Deutsche gebracht hat, das Buch. Und wenn du dann einen so großen Roman nochmal abschreiben musst, dann müssen wir uns noch etwas gedulden. Mhm. Stimmt. Nein, aber das mit dem Hand alles noch einmal, jedes Wort wiegen. Ja. Sagt man das so? Ja, abwägen. Abwägen, ja. Und das ist eine, wie sagt man das? Reinigt die Prosa und macht sie dichter. Das ist richtig. Das ist, was ich damit meine, versuche. Und in dem Fall von Heilige Rita, Santa Rita, muss ich sagen, wenn ich fertig war mit dem Buch, war es 80.000 Wörter. Und wenn ich es noch einmal ganz und gar übergeschrieben habe, war es noch 70.000. Und das sind keine Wörter, die ich vermisse. Mhm. Das sind überflüssige Wörter. Mhm. So, das Buch wird kondensierter, wenn man das so sagt. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, Dr. Mierigas. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.